Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und herzlich willkommen zu diesem Video Tipps aus der Astromedizin, Unterstützung in Krisenzeiten. In dem Video spreche ich mit Astromedizin-Expertin Petra Dörfert über die Corona-Krise und ihre astrologischen Signaturen. Im ersten Teil wird Petra uns Tipps aus ihrer Praxis geben. Wir haben zum Beispiel ausführlich darüber gesprochen, wie ihr euer Immunsystem fit machen könnt, indem ihr euren persönlichen Mars stärkt. Und unsere Tipps gelten aber im erweiterten Sinne auch für euer Sternzeichen. Im zweiten Teil haben wir eine Prognose gewagt, wann wir mit Besserung rechnen können und wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden. Und nun wünsche ich euch gute Erkenntnisse mit unserem Interview. Petra ist Astromedizin-Expertin und Heilpraktikerin. Und in diesen Krisenzeiten, wo wir eine Gesundheitskrise und eine Corona-Krise haben, überlegt man ja immer, wen kann man fragen, mit wem kann man sich unterhalten. Und ich habe euch Petra schon oft empfohlen in meinen Videos. Ich habe auch immer wieder zu Klienten gesagt, Leute, wenn ihr eine spezifische Beratung braucht, kann ich euch die Petra empfehlen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt mal Petras Meinung hören zu dem, was hier im Moment los ist, wie sie es sieht und was sie vielleicht für uns einfach aus astromedizinischer Sicht für Tipps hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Petra. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, auf deinem Channel zu Gast zu sein. Sehr gerne. Ja, das Coronavirus, ja, das ist eine schwierige Angelegenheit natürlich. Und genau die Frage, was kann man jetzt aus astromedizinischer Sicht tun? Das Erste, was ich jetzt mal empfehlen würde, was ich allen empfehlen würde, ist Ruhe bewahren. Weil Jupiter, Pluto hat, das ist eine unglaublich hysteriefördernde Konstellation. Also Pluto, der weckt ja unsere innersten Ängste, der holt ja unsere Traumata hervor. Das sind ja fast schon Vernichtungsängste irgendwie oder dass alles aus dem Ruder laufen könnte. Das wird jetzt durch Jupiter enorm verstärkt. Genau, das muss man eben sagen. Wir hatten ja, Ausgangslage war die Saturn-Pluto-Konjunktion, aber jetzt hat eben Jupiter das Ganze, der ja auch im Steinbock steht, das jetzt total verstärkt. Genau. Und insofern, wir haben ja auf beiden Seiten, es wird Panik gemacht, aber es gibt auch unglaubliche Theorien dazu, was es noch alles sein könnte. Alle sind so ein bisschen aus dem Häuschen. Und was jetzt allen hilft, ist, also ich kann nur raten, wenn jemand Qigong kann, Tai Chi kann, Meditation kann, macht das. Also versucht runterzukommen und geht in den Wald irgendwie. Oder ihr geht allein in den Wald, egal. Aber irgendwie, es ist ganz wichtig, dass wir alle versuchen, runterzukommen und ein bisschen den Humor bewahren und die Sachen ein bisschen in der Relation sehen. Das wäre jetzt nur mein erster Tipp, einfach mal an alle, egal welchen Überzeugungen da man jetzt anhängt. Das ist mal so das eine. Dann gibt es halt, es ist ja auch interessant, die indischen Homöopathen haben als prophylaktisches Mittel für den Coronavirus, also wobei ich sagen muss, ich als Heilpraktikerin darf den Coronavirus nicht behandeln und das ist jetzt auch nur so ein prophylaktischer Hinweis, nicht wenn man tatsächlich das Coronavirus hat, aber die indischen Homöopathen haben das Mittel Arsenicum Album C30 als prophylaktisches Mittel empfohlen und das ist ein ganz großes Angstmittel. Also man sieht, die Kollegen haben das schon mit einberechnet, dass jetzt viele Leute diese Panik haben. Die Panik fährt unser Immunsystem runter, macht extra anfällig dafür. Und insofern finde ich, ist das eine sehr kluge, interessante Mittelwahl. Und in Indien wird es im großen Stil jetzt auch ausgegeben, sogar von den offiziellen Behörden. So. Das ist ja ein interessantes Detail. Und inwiefern meinst du jetzt vorausgesagt, haben also die indischen Astrologen beim Blick auf 2020 oder jetzt praktisch beim Ausbruch der Krankheit? Nee, die indischen Homöopathen. Also die haben sich zusammengesetzt zu einem ganz frühen Zeitpunkt, als das erst in China war. Und die Homöopathie hat ja einen ganz großen Stellenwert in Indien. Die arbeiten ja mit den offiziellen Behörden zusammen. Und die haben so eine Leitlinie ausgearbeitet, sozusagen so offiziell rausgegeben, welches Mittel Sie jetzt als Prophylaxe einfach sehen. Und wie gesagt, ich sehe da eine starke Verbindung einfach zu dieser Panikkomponente. So, also insofern finde ich, ist das eine ganz gute Idee. Und es wird ja so gesagt, man solle dieses Mittel an drei hintereinander folgenden Tagen einnehmen. Und
Ich will, ja, einfach mal so dahingestellt, aber wie gesagt, sehr, das ist jetzt keine sehr, sehr Behandlung. Gut. Also Arsenicum Album. C30. C30. Und das Interessante ist ja eben, dass die Homöopathie-Gegner auch sagen, ja, da wirkt ja eh nicht. Das heißt also, wir können auch gar nichts falsch machen, wenn wir es empfehlen. Eben, also insofern, ja, also kann jetzt eigentlich nichts passieren, genau. Sehr gut. Gut. Achso, hast du noch einen Tipp? Okay, dann führe dir gerne zu. Das ist jetzt mal so die allgemeine Einleitung, wo ich einfach sagen würde, das sollten wir uns jetzt vielleicht alle zu Herzen nehmen. Und das nächste ist dann halt der Blick ins Horoskop. Was jetzt als zweites hilft, sind einfach immunstärkende Maßnahmen, dass wir einfach nochmal gucken, was können wir tun, um irgendwie fit zu bleiben, um weniger krankheitsanfällig zu sein. Und ja, das ist natürlich eine individuelle Geschichte. Also da kann man nicht sagen, jeder soll joggen oder jeder soll 5 Äpfel am Tag essen, sondern irgendwie, da sehen wir im Horoskop, was ist da für jeden individuell interessant. Und nach welchen Planeten guckst du da? Ich habe das ja in meinem Livestream schon erwähnt und wir hatten auch schon darüber gesprochen, da gibt es bestimmte Planeten, die eine bestimmte Verbindung auch zu so einem Geschehen haben, wie das, was wir jetzt haben. Genau. Also die beiden großen Immunplaneten sind Mars und Neptun. Mars steht sehr stark für unsere Abwehrkräfte. Also unser Immunsystem muss ja irgendwie kämpfen sozusagen, so wie wir auch für unsere Interessen eintreten, kämpft das Immunsystem für uns. Und insofern lohnt sich ein Blick auf den Mars. Wie ist der gestellt? Was braucht der in Widder-Mars? Der braucht jetzt wirklich Sport. Und wenn er nicht ins Fitnessstudio gehen kann, dann halt vielleicht Musik einstellen und ein Workout machen zu Hause. Kann man machen. So. Ein Stier-Mars, der braucht ein bisschen mehr Ruhe und der sollte wirklich mal rausgehen in die Natur, spazieren gehen. Im Garten rumgraben. Und im erweiterten, würdest du mal ganz grob sagen, dass man das im erweiterten Sinne vielleicht auch tatsächlich fürs Sternzeichen mitnehmen könnte, weil Sternzeichen ist ja die Sonne. Auch eine gewisse Energie, die, wo ich denke, dass man wahrscheinlich auch, wenn man Stier Sonne ist, sich stärken kann durch Gartenarbeit und Stier und ein Widder wahrscheinlich tatsächlich durch Sport. Insbesondere guckt man noch auf den Mars. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ein Widder, der zum Beispiel den Mars in den Fischen hat, der ist vielleicht ein bisschen anders. Was würdest du dem empfehlen? Naja, der braucht beides. Das kenne ich aus Beratungen, die sagen, ja, Sport schon, aber nicht nur. Und jetzt ein Fischemars, der geht gern schwimmen und wenn das jetzt gerade nicht geht, dann vielleicht ein schönes entspannendes Bad nehmen oder schon auch mal so Entspannungstechniken mit Musik. Also das sind Leute, die switchen sehr stark zwischen zwei verschiedenen Bedürfnissen. Okay. Wollen wir kurz die Marse noch durchgehen, die noch übrig sind, Petra? Na klar, gerne. Das Service für unsere Zuschauer. Also wir hatten Widder, Stier, haben jetzt die Fische angerissen, Mars in Zwillingen. Das ist ja so ein Kontakter. Ja, für die sind natürlich jetzt für diesen Kontakte extrem wichtig und für die ist das natürlich irgendwie jetzt hart, wenn so viel beschnitten ist. Ja. Und halt in den sozialen Medien gibt es so viel Panik. Also die sollten sich jetzt wirklich Leute suchen, mit denen sie telefonieren können und so ein bisschen, also wo sie aber Unterstützung kriegen und nicht nur Aufregung. So. Ja, genau. Und Mars im Krebs hat ja dann sicherlich was mit Familie zu tun, oder? Familienzusammenhalt. Rückhalt, eng zusammenrücken, aber auch sowas, Schwimmen, Bäder, solche Sachen sind da auch sehr aufbauend. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Mars im Krebs das Bedürfnis hat, sich zu kümmern. Also der Mars muss aktiv sein, der muss ja irgendwas haben und vielleicht Mars im Krebs, wenn es da was zu kümmern gibt. Genau, Nachbarn zum Beispiel, mal gucken, gibt es Nachbarn, die jetzt Hilfe brauchen, sowas, die vielleicht von ihren Kindern abgeschnitten sind, da so ein bisschen in die Bresche springen, sehr wichtig. So, genau, Tiere bieten auch viel Trost, gerade für Menschen mit Krebsbetonung. Mars im Löwen, der kann sich jetzt nicht auf die Bühne stellen. Ja, stimmt. Das geht jetzt nicht so richtig, aber schon auch gemäßigte sportliche Aktivität ist auch gut. Also Löwe ist ja fixes Feuer, also der braucht schon auch Bewegung, aber nicht so extrem wie Widder oder Schütze-Mars. Ja.
Und dann haben wir den Jungfrau-Mars. Der ist natürlich jetzt bestimmt eifrig dabei, überall alle Klinken abzuwischen, zu desinfizieren. Ja, der muss ein bisschen gegensteuern, das ist ja alles schön genau, und richtig. Nicht so zart wird, ne? Der wird leicht ein bisschen panisch und deswegen eher so Sachen wie Achtsamkeit, autogenes Training, also Sachen, die ihn auch ein bisschen beruhigen, dass er nicht nur darum wirbelt und desinfiziert. Also das kann auch zu viel werden. Und einfach Leute mit Jungfrau Mars, die für die ist einfach Gesundheit ein wichtiges Thema. Also ja, zum Beispiel sorgfältige Ernährung ist da immer sehr wichtig. Und dann haben wir den Mars in der Waage. Das ist ja so ein bisschen widersinnig. Das ist ja eigentlich das Venuszeichen. Da sind Beziehungen sehr wichtig und auch so, aber auch so ein Kampf oder das Engagement, das Gerangel in Beziehungen ist da wichtig. Naja, und ja, überhaupt, also die Waagemärsche sind ja oft zu harmoniesüchtig, also da muss man schon mal hinterfragen, bin ich vielleicht zu defensiv und es geht durchaus auch um die Abwehr anzukurbeln, mal auch auf den Tisch zu hauen, sich mal durchzusetzen, okay, und nicht immer nur Scheinharmonie, sondern vor der Harmonie kommt manchmal der Kampf, also da müssen sich Menschen mit Waagemaß ab und zu dran erinnern. Genau, und rein jetzt vom Gesundheitlichen würde ich beim Waagemaß an Tanzen denken, zum Beispiel. So was, schöne Dinge. Also das ist wichtig. Das ist jetzt gerade auch so ein bisschen traurig. Die schönen Dinge brechen alle gerade weg. Und dann muss man halt gucken, wie kann man sich's privat noch irgendwie nett machen oder einen netten Film gucken, zum Beispiel. Mhm. So, das ist was, was so waagebetonte Menschen immer sehr tröstet. Und das können wir ja Gott sei Dank hier noch im Internet machen. Das stimmt. Kleine Anekdote noch am Rande. Ich gehe ja auch regelmäßig zu Tanzveranstaltungen und gestern noch wurde im Internet geschrieben, hier in Köln gehe ich zum Beispiel gern zu Come to Dance oder hier gibt es den Tanzspaß und die sind jetzt auch abgesagt und da ist ein DJ auf die Idee gekommen und hat dann Tanzspaß Radio gemacht. Das heißt, er hat dann aufgelegt und die Musik stand im Internet zur Verfügung und die Idee war, wir tanzen zusammen zu Hause. Also Musik aufdrehen und zu Hause rumzappeln und dort dann aber das Gefühl haben, dass die anderen auch live mit dabei sind. Das ist eigentlich auch eine gute Variante, oder? Super Idee. Ja klar, wir brauchen solche Initiativen jetzt. Wir müssen was dem entgegensetzen, ja. Genau. Dann haben wir Mars im Skorpion. Naja, die Merse im Skorpion, die sind jetzt natürlich, die wollen wissen, was ist los. Ja. Also das sind so die jetzt am meisten wühlen und graben und so. Das muss man ihnen auch ein Stück weit lassen. Ansonsten, was immer gut für die Abwehr ist bei skorpionbetonten Menschen, ist halt schon aufräumen und gucken, liegt irgendwas an. Jetzt sitzen wir ja viel zu Hause. Muss ich mich innerlich mit irgendwas beschäftigen und auseinandersetzen? Und kann jetzt eine gute Zeit sein, da mal so ein bisschen in sich zu gucken. Habe ich da in letzter Zeit vielleicht was ein bisschen übersehen oder so? Tolle Idee, sehr gute Idee. Ich würde bei Mars im Skorpion aber auch diesen Mut sehen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass eben das auch Leute sind, die mutig an die Front gehen und sagen, wenn sie jetzt Ärzte sind oder so, die dann einfach auch sagen, ja, ich zieh mir das jetzt rein, ich helfe den Leuten, ich habe da keine Angst. Das ist sowieso gut. Also einfach Engagement und was machen, das ist sowieso, glaube ich, was auch... Jeden Mars gut. Das ist einfach für Mars überhaupt gut. So diese, was kann ich tun? Nicht, oh, ich sitze hier bloß und muss warten. Das ist irgendwie für die Mars-Energie und fürs Immunsystem eigentlich ganz schlecht. Ganz schlecht. Das ist ja auch das bekannte Phänomen, dass Menschen, die in so einer sterilen Umgebung groß werden und von jedem Keim ferngehalten werden, dass die später auch anfälliger sind mit dem Immunsystem. Vor allen Dingen auch für Allergien, als wenn das Immunsystem trainiert und getestet wird. Und dasselbe ist ja auch die Mars-Energie. Mars ist auch unsere Muskeln. Also wenn wir nichts tun, dann ist es auf jeden Fall ungünstiger, als wenn wir was tun. Und das ist auch so ein bisschen gefährlich natürlich an diesen Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, dass die Leute das Gefühl haben, sie zum Nichtstun, verdammt. Das ist natürlich nicht also besonders Mondstern. Das regt nur die negative Fantasie an. Man denkt, man grübelt und kommt mehr in Panik, man langweilt sich. Das ist alles kontraproduktiv, genau. Und dann kommen wir auch schon zu einem besonders engagierten und hibbeligen Maß, nämlich Maß im Schützen. Der kann ja jetzt nicht reisen und sich nicht rumbewegen. Ist auch schlecht. Ja,
Das ist ganz blöd. Also insofern auch bewegen, aufs Rad setzen. Also man kann wirklich sich aufs Rad setzen, rumfahren und auch zu Hause irgendwie, wie ich schon sagte, Musik auflegen, was machen, tanzen und auch engagieren. Also das ist hier auch eine gute Sache. Ja. Genau. Jetzt im Moment natürlich sehr im Schlaglicht ist der Mars im Steinbock, weil der im Moment auch durch den Steinbock läuft. Mhm. Da würde ich auch an sich eine Energie von Zupacken und Organisieren sehen, oder? Das ist das eine, aber eben auch ein bisschen locker werden. Also weil das natürlich die jetzt besonders anfällig dafür sind, zu sagen, ja, wir wollen alles kontrollieren, alles in den Griff kriegen. Ist ein bisschen wie bei der Jungfrau, die wollen alles richtig machen, ist auch schön. Aber auch mal ein bisschen runterkommen und Menschen mit Steinbock-Betonung, die sprechen auch sehr gut auf diese ganzen Zen-Geschichten an. Also so meditieren, stille sitzen, halten. Das ist sowas, was sie dann wieder erdet und von dem Aktionismus ein bisschen in ihre eigene Mitte bringt. Ja, verstehe. Also ich bin da ja ein gutes Beispiel. Ich bin ja Mars im Steinbock. Ich bin eigentlich auch jemand, der sich bei Katastrophenmeldungen immer zurückhält und raushält. Mhm. Aber diesmal wurde ich davon auch richtig mitgerissen und ich habe ja dann eben auch diesen Livestream gemacht, 2 Stunden. Das war echt der Hammer. Mhm. War auch gut. Aber es hat mich sehr viel Kraft gekostet und ich habe mich da auch sehr viel verausgabt und habe mir dann auch überlegt, war das jetzt das Richtige? Aber das war dann so mein Bedürfnis. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss was tun. Aber trotzdem danke für den Tipp, ist vollkommen richtig. Zwischendurch auch echt mal runterkommen, meditieren eben wirklich auch. Ne? Das ist extrem wichtig. Gut, Mars im Wassermann. Ja, das ist jetzt auch schwierig, weil die Wassermänner, die sind ja irgendwie, die wollen sich ja nicht beschränken lassen. Und sag mal, Mars im Wassermann, er soll zu Hause bleiben, dann werden jetzt schon Corona-Partys gefeiert, habe ich gehört. Und was man ja nicht tun soll, aber das sind bestimmt Wassermann-Märse, die jetzt schon irgendwie gucken, wie kann ich das alles unterlaufen. Ja, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zwiespältig, das Ganze, aber auch die müssen sich irgendwie, die müssen für sich noch Aktivitäten finden und Wassermann-betonte Menschen sind ja die großen Netzwerker, also online und da geht es halt wirklich um die Frage, wie kann ich mich online mit anderen Menschen verbinden, auf eine positive Weise und wie kann ich mich engagieren so und dass sie auch das Gefühl haben, sie tun jetzt einfach was. Genau, was ist so deine Erfahrung in deiner Praxis, Mars im Wassermann, mit jetzt wirklich auch speziell als Immunsystem? Bei den meisten Mars-Kompositionen kann ich mir was vorstellen, aber Mars im Wassermann, da denke ich immer, was ist jetzt mit dem? Das ist gar nicht so ihr Thema, Immunsystem. Die werden eher nervös. Also Wassermann hat ja so eine Übereinstimmung mit dem Nervensystem und wenn die sich irgendwie unwohl fühlen, dann werden die so reizbar, hibbelig und kriegen oft so neurologische Sachen, also zum Beispiel auch so Ticks oder Krämpfe. Also das ist ja noch nicht gefährlich, aber das sind oft so ein Ausdruck dafür, dass ihre Energie nicht richtig raus kann. Okay. So, und das ist halt jetzt sowas. Also insofern, auch für die sind einerseits Sachen, die sie ein bisschen runterbringen, gut, aber sie müssen auch ein Ventil finden. Und so Netzwerken, finde ich, ist da echt eine gute Geschichte irgendwie. So. Ja. Und ich denke auch so, was mit Rhythmus auch wieder. Also ich denke, das war für die allermeisten, ist sich jetzt bewegen, Rhythmus, Musik. Kann eine segensreiche Wirkung haben. Genau, Mars hat schon besprochen, Wasserelement und wenn es nicht zugänglich ist, vielleicht eben mal ein Bad nehmen und auch und auch Musik, musisch, Klangschalen vielleicht auch sowas. Ne? Also so das sind schöne Sachen, also wenn man da auch eine schöne Musik hat und so. Also im Grunde kann man es eigentlich zusammenfassen. Auf der einen Seite müssen wir gucken, wie können wir in der Aktivität bleiben, wie können wir Ausgleich finden. Und das andere ist halt vielleicht auch der Zwang jetzt zu Hause zu bleiben, dass man sagt, okay, dann räume ich mal ein bisschen auf in meiner Seele, in meiner Wohnung. Ich habe jetzt auch mehr Anmeldungen für Online-Kurse, für Beratungen, für Menschen, die sagen, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit und mach einfach sowas und das ist vielleicht auch was wir mal brauchen können, einfach mal wieder lesen oder eben dann ist mal ein Abend lang nichts, sondern dann sitze ich mal zu Hause und beschäftige mich mit mir selber, das ist vielleicht auch mal nicht schlecht. So. Ja, das bringt uns dann jetzt auch
zu dem Teil, wo wir uns auch das Horoskop mal angucken wollen nochmal. Denn da haben wir ja die Saturn, Pluto, was ja auch was mit Isolation und Rückzug und aber auch so Besinnung auf die tiefen Seelenkräfte ja zu tun hat. Mhm. Ja. Und jetzt auch nochmal mit sich selbst konfrontiert wird. Ja, ja. Also das ist schon auch jetzt, glaube ich, für viele mal ein wichtiges Thema, weil wir hatten ja diese totale Überhitzung in den letzten, ja schon Jahren, kann man eigentlich sagen. Alle sitzen irgendwie nur noch am Handy. Na gut, das können wir weiterhin tun, aber alle sind ständig mit irgendwas beschäftigt. Also ich nehme auch immer wahr, es wird immer schwieriger, Termine eigentlich zu finden, sich mit Leuten zu treffen. Und man ist so überfrachtet mit 1000 Dingen. Und wenn das jetzt mal ein bisschen runterkommt, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So. Eben, das hat auch das, ne, habe ich auch gestern drüber gesprochen, diese gewisse Entschleunigung, die dadurch erzwungen ist, ja, hat auch was für sich. Wir haben jetzt auch noch einen Prognoseteil vor. Haben wir noch was vergessen oder gibt es, also gerade jetzt auch aus dem Bereich deiner praktischen Erfahrung, wir haben Homöopathie, haben wir besprochen. Hast du sonst noch einen Hinweis, jetzt sage ich mal, aus der Astromedizin, der dir noch wichtig wäre? Naja gut, also ich meine, wir haben ja über die einzelnen Tierkreiszeichen gesprochen und wie gesagt, das ist einmal der Mars, aber das gilt natürlich ein Stück weit auch für das Sonnenzeichen oder für das Mondzeichen, also dass ich mich wohlfühle, das hat ja auch mit dem Mond einfach zu tun, dass ich den Bedürfnissen nachkomme. Auch im sechsten Haus sehen wir so ein bisschen, was ich brauche oder was mich auch krank machen könnte, also auch das sechste Haus, wenn da Planeten drin sind, zeigen so Bedürfnisse an oder auch so ein bisschen Schwachstellen. Also das ist schon so eine astromedizinische Betrachtung ist schon relativ komplex, dass man alle Bedürfnisse, die jemand hat und alle, ja, was er braucht, dass man das eben so berücksichtigt. Also da kann man eben viel sehen im Horoskop. Ansonsten natürlich jetzt einfach mal so allgemeine Sachen, frische Luft und gute Ernährung und so, sind natürlich Sachen, für die man sich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Zeit nehmen sollte. So. Ja. Ja. Ja, gut. Das wäre wichtig. Und wir haben eben Homöopathie haben wir auch besprochen. Dann würde ich nämlich gerne jetzt mit dir auch nochmal das Horoskop wirklich anschauen. Du hattest nämlich da noch einige gute Ideen und auch nochmal mit dir gemeinsam über den Ausblick sprechen. Ja. Und jetzt will ich jetzt eben mal den Bildschirm freigeben. Hier haben wir das Horoskop. So, jetzt sind wir zwei ganz klein, dafür ist das Horoskop ganz groß. Ja. Ich habe hier schon gerade die Transite eingezeichnet, aber ich will es jetzt erst nochmal schnell hier zeigen. Ich habe einfach als Horoskop, das ist ja auch nichts anderes als ein Ausschnitt aus der Zeit, ne, der repräsentativ ist und deswegen habe ich genommen die erste offizielle Meldung des Coronavirus. Damit ist er ja gewissermaßen ins Licht der Welt getreten. Das war, als China das an die WHO gemeldet hat. Das war eben am 31.12. Und ich finde, das ist ein unglaublich aussagekräftiges Horoskop. Hier sehen wir schon, dass wie auch von dir ja schon auch angesprochen, Jupiter eine ganz große Rolle spielt. Der steht hier ganz exponiert, nämlich zusammen mit Sonne und Merkur, der auch eine große Rolle gespielt hat, am absteigenden Mondknoten. Merkur, dürfen wir nicht vergessen, steht ja auch für die Atemwege. Das ist ja, dass der betroffen sein muss praktisch, ist eigentlich irgendwo auch klar. Und das Ganze eben hier im Quadrat zum Chiron, das finde ich auch sehr aufschlussreich. Ja, ja. Und Chiron, das siehst du ja auch so, da sind die Deutschen auch ganz weit vorne, die deutschen Astrologen. Wir betrachten ja Chiron inzwischen als den neuen modernen Herrscher des Jungfrauzeichens. Ne? Ein Stück weit kann man das so sehen, ja. Also das heißt, das Thema Gesundheit ganz klar angesprochen. Interessant, also gestern ist mir auch, das ist mir erst so gekommen, auch während wir über alles gesprochen haben, im Livestream dann auch, das heißt wir, ich und meine Zuschauer im Chat, hier sind ja die Heiler und meiner Meinung nach repräsentiert Chiron jetzt nicht unbedingt nur die alternativen Heiler, sondern überhaupt jetzt hier auch die Ärzteschaft. Ja. Und hier haben wir eben diese Ballung im Steinbock mit Jupiter und ich habe eine Schlagzeile gelesen, die hieß, ein Virus fordert die Spaßgesellschaft heraus. Also die
Hier haben wir sozusagen den Konflikt zwischen den Ärzten, die sagen, wir müssen auf jeden Fall Leben retten und ab dem hat sich alles andere unterzuordnen. Und hier haben wir im Steinbock die Mannschaft, die sagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann natürlich mit Jupiter auch diese Übertreibung. Einerseits, Jupiter ist ja die Spaßgesellschaft, aber dann wieder im Steinbock, da wird dann wieder extrem reagiert und gesagt, dann müssen wir den ganzen Spaß jetzt streichen. Also das finde ich interessant und deswegen, wie das spricht ja auch eben für deine Deutung der Sache, denn du siehst eben Jupiter auch als ein Hauptakteur jetzt in dieser ganzen Geschichte. Genau, und der ist ja hier praktisch durch die, darüber, dass die Sonne über Jupiter drüber ging auf der Mondknotenachse, ist das ja richtig aktiviert worden in dem Moment sozusagen. Genau. Und naja, dass Chiron eben im Quadrat zu dem Ganzen steht, steht für mich eben auch dafür, dass ja alle sehr unsicher sind, was soll man nun wirklich tun? Oder sind die Maßnahmen denn hier verhältnismäßig. Wenn das jetzt ein Trigon wäre, glaube ich, würde das alles irgendwie sozusagen glatter laufen. So, aber so läuft das mit sehr viel Spannung und Zweifeln auch irgendwie ab. Ja, genau. Und du hast ja gesagt, dass eben, wir wollen jetzt ein bisschen auch in die Prognose schauen, jetzt, weil dadurch, dass das ist, was alle interessiert, wann wird es besser, ist natürlich immer die Frage. Und hier bei meinem Programm ist es eben so, dass das die Planeten in der Prognose in Rot ins Horoskop einzeichnet. Mhm. Das starte ich jetzt mal hier kurz. Das heißt, wir haben jetzt hier den 16.03. Interessant heute auch, der Merkur ist jetzt, der war kurz zurück in den Wassermann gelaufen, ist jetzt im Vorwärtsgang wieder und geht nochmal durch die Fische. Und wir haben jetzt sicherlich auch, das habe ich gestern schon so gesagt, als Brandbeschleuniger haben wir ja jetzt auch noch den Mars im Steinbock, der das alles auch noch anheizt. Das heißt, wir haben Mars, wir haben Jupiter, da haben wir die Übertreibungskonstellation. Genau, wie geht es jetzt weiter aus deiner Sicht? Ich fand übrigens interessant, dass mit der Direktläufigkeit des Merkurs nochmal richtig losgegangen ist, also mit den staatlichen Maßnahmen. Ich hatte eher gedacht, vielleicht wird sich's beruhigen, aber nein, mit dem direktläufigen Merkur ging's hier, zumindest in Deutschland, richtig los. So. Und ja, also ich denke, dass wir jetzt bis zur Konjunktion von Jupiter und Pluto am 5. April wird die Situation auf jeden Fall anhalten, zumal ja in dieser Zeit dann eben auch noch Mars über Jupiter und Pluto geht und am Ende dann auch noch über Saturn. Was mich ein bisschen tröstet, ist, dass ja Saturn jetzt auch in dieser Zeit in den Wassermann rüber wechselt und ich denke, dass, also da warte ich ja, ich kann es ja gar nicht erwarten, bis der dann endgültig Ende des Jahres in Wassermann ist, weil ich denke, dass da der Weg einfach für neue Lösungen auch frei wird. Im Moment verharren wir so ein bisschen in den alten Konzepten auch so. Wir brauchen jetzt wieder eine neue Impfung oder sowas. Da würde ich sagen, das ist ein altes Konzept. Und ich hoffe einfach, dass mit Saturn in Wassermann der Blick einfach auch auf neue Wege in der Medizin, also ich will nicht nur sagen in der alternativen Medizin, sondern überhaupt in der Medizin, frei werden. So. Und er geht ja dann eben Anfang April auch rüber in den Wassermann und wie gesagt, die Konjunktion ereignet sich von Jupiter und Pluto ereignet sich am 5. April und danach müsste sich es erstmal ein bisschen entspannen, würde ich sagen. Leider ist es nicht ganz vorbei, weil Jupiter und Pluto werden ja noch zweimal exakt, allerdings nicht mehr ganz so spannungsgeladen. Also ich finde, das ist jetzt schon so ein Höhepunkt Ende März, Anfang April, weil eben auch Mars da direkt drüber geht. Und ich habe mir die Konjunktion am 30. Juni und am 12. November angeschaut und ich fand die nicht ganz so geballt, sagen wir mal so, wie jetzt. Und insofern denke ich mal, es müsste ab Anfang, also ab Mitte April, sagen wir mal, doch wirklich eine Entspannung geben. Aber das da wäre ja mein Call, wäre, wenn der Merkur am 11. in Widder geht. Ja. Dadurch wirklich auch eine neue Energie da reinkommt. Ja.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass er dann aber auch wiederum Kardinal wird und dann wieder kardinale Spannung, das heißt also von Widder in den Steinbock auf ursprünglichen Konstellationen auch nochmal alle wirft. Das heißt, der Merkur wird dann, das sehen wir ja hier, da ist eine ziemliche Spannung drin, der Merkur wird im Widder diese ganzen Konstellationen auch nochmal alle aktivieren. Ja. Und dann haben wir den Neumond im Stier, der genau auf den Uranus stattfindet, was auch vielleicht eine, das könnte ja auch ein Durchbruch zu neuen Lösungen sein. Ja. Aber Merkur wird das nochmal, wird da auch nochmal ein paar Wundenpunkte abklappern. Also von daher ist es im April vielleicht teilweise immer noch ein bisschen holprig. Ja, es ist so, es wird auch sehr hitzig werden. Es ist ja jetzt schon hitzig mit den Debatten und Merkur in Widder ist natürlich ganz besonders hitzig. Ja. Trotzdem hoffe ich, dass es sich nach der Konjunktion am 5. April erstmal so langsam ein bisschen deeskaliert. Ja. Aber wie gesagt, ab Mitte Mai wird Jupiter, also er bewegt sich ja dann erstmal von Pluto weg, wird dann aber Mitte Mai wieder rückläufig, geht dann am 30. Juni nochmal über Pluto rüber. Also, warte mal, stelle ich mal eben hier mit ein, genau. Ja. Also das ist dann Jupiter, genau. Jupiter, diese Übertreibungskonstellation, die übrigens auch ein finanzielles Problem darstellt. Ja, natürlich. Ich habe jetzt gerade gehört noch von einem Freund, der erzählte, er hat sich mit einem Banker getroffen und der sagte, er wird im Moment komplett überrannt von Kreditanfragen kleinerer Firmen und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und das ist ja so eine Jupiter-Pluto-Geschichte. Jupiter ist Geld und Pluto ist Macht und ist ein mächtiger Schuldenaspekt. Also das läuft ja da im Hintergrund auch noch mit, diese ganze. Na klar, das ist und Steinbock, Finanzwelt, also dass hier an den Strukturen gerüttelt wird. Ja. Aber das hatten wir ja schon vorher gewusst. Das haben wir schon vorher gewusst. Das können wir uns zugute halten, dass wir das immer gesagt haben. Dass jetzt ist ein Virus ist, der das ist richtig das auf dem Punkt. Das hat eigentlich irgendwie keiner so recht gesagt, oder? Kaum einer. Ja, eigentlich mit dem Quadrat zu Chiron hätte man ja eigentlich auf die Idee kommen können, oder? Dass es eine Gesundheitskrise sein könnte. Ja, eine Kollegin aus Österreich, die Susanne Zernsitz, die hat das mal kurz angedeutet, so als Idee. Also die hat gesagt, da kommt was Wirtschaftliches, ich weiß auch nicht was, vielleicht eine Krankheit oder ein Virus. Das hatte die mal so ganz kurz in die Runde geworfen, vielleicht über den Chiron, so könnte es sein. Also fand ich ganz spannend. Wie heißt die Dame, damit wir ihr hier Kredit geben können? Also Credit? Zernsitz, die Vorsitzende des ÖAV. Ah, okay, wie spannend. Ja, also das fand ich irgendwie so. Ich habe mich jetzt so ein bisschen geärgert gehabt, wieso haben wir das eigentlich so nicht gesehen? Aber da hat natürlich jetzt auch keiner sich gerade das Horoskop vom 31.12. angeguckt. Nee. Also da hat sie echt wirklich ein Horoskop angeguckt. Aber wollte ich nochmal fragen, Petra? Ja. Für mich ist der Neumond, den wollte ich dir nochmal zeigen, der nächste Neumond im Widder, den finde ich auch sehr interessant. Und zwar. Also das habe ich jetzt hier, bin ich ein bisschen zu weit. Ich muss mal auf hier. Der am 23., nee, das ist ja der im Stier. Am 24. März haben wir den Neumond im Widder. Den finde ich spannend, denn da haben wir ja, den Neumond haben wir hier mit Lilith und Chiron in Konjunktion. Mhm. Ja. Und die haben jetzt die ganze Zeit keine Aspekte. Also Chiron hatte im Corona-Horoskop ein Quadrat, aber im Moment empfängt er überhaupt keine Aspekte, hat also keine Lobby, hat keine Verbündeten zurzeit. Mhm. Und für mich ist dieser Neumond schon ein erster Schritt. Also ich hoffe, dass der vielleicht schon so einen gewissen Durchbruch bringen kann. Mhm. Und was ich auch sehr positiv finde, jetzt an den nächsten Konstellationen, ist, dass Venus-Mars jetzt über, ich glaube, 2 Monate ein Trigon bilden werden. Ja. Die Venus wird ja jetzt schon langsam immer langsamer, weil die ja bald rückläufig wird und der Mars wechselt dann in den Wassermann und guck mal hier, die bleiben dann über die ganzen Mondphasen, den ganzen Monat über bilden die ein Trigon. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es uns doch gelingt, wieder in Verbindung zu gehen.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich dachte schon so, als ich so mir das Jahr 2020 angeguckt habe, das ist ja eine super Zeit für Partnerschaften irgendwie so. Partnerschaften und Partys, dachte ich auch. Ne? Ich dachte, ja, und da kann man... Es ist wärmer und dann feiern wir und dann sind wir da, tanzen in den Mai, sind alle ganz jeck. Ja, ja, und Hochzeitstermine finden, ist ja auch immer wunderbar bei Mars-Venus-Trigon und so. Das ist schon ganz bemerkenswert und das gibt mir so eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht dann diese Quarantänemaßnahmen wieder gelockert werden. Ja, und die Menschen finden vielleicht zusammen einfach so. Also ich denke, das zeichnet sich ja eh schon ab, dass es gibt ja auch viel Solidarität und so. Also sehr Zusammenhalt viel. Einfach. Ja, dass man einfach sagt, was kann ich tun, wie kann ich helfen und so. Also das sieht man ja auch. Also jetzt nicht nur die Panikkäufer oder sowas, sondern so eine Rückbesinnung vielleicht einfach auch auf soziale Werte. Ja, Mensch, das wäre schön. Was ich auch interessant finde, ist, dass Venus und Mars, sobald der Mars in den Wassermann gegangen ist, auch eine Weile hier günstig zu Chiron und Lilith stehen. Mhm. Das heißt, dass die auch... Das ist eben meine Deutung, ist, dass die dann wieder, dass die dann Verbündete finden und gehört werden. Ja. Und ja. Dass vielleicht eben auch, dass das auch unsere Bemühungen zu einer Heilung zu kommen und da weiterzukommen stärkt. Ja. Das finde ich auch ganz tröstlich jetzt schon. Ja. Obwohl wir da immer noch die anderen problematischen Aspekte haben, da haben wir immer noch Jupiter, Pluto, klar. Aber da tut sich irgendwie was. Das wäre jetzt auch in der Prognose meine Hoffnung. Dass also mit Wir stecken gerade noch in so einer Art Flaschenhals drin. Genau. Und, aber der weit, also da kommen wir bald raus. So. Und wie gesagt, vielleicht hat die Krise ja auch ihr Gutes und es müssen einfach ein paar Sachen neu definiert und neu gedacht werden. So. Ja, genau. Und jetzt zum Schluss würde ich dich aber auch noch bitten wollen, noch mal kurz mit mir zu überlegen, das können wir jetzt hier mit den Mondphasen, dann geht das schneller mit dem Vorspulen. Wir haben ja nun den ganzen Sommer über, ab Ende Juli, den Mars im Widder. Das finde ich auch, also das fand ich schon beim Deuten des Jahreshoroskops ein bisschen gruselig. Weil Mars ist in seinem eigenen Zeichen, steht da sehr stark, wird aber rückläufig. Und das geht dann hier eben damit los, dass er dann über den Chiron rüberläuft, dass er den Chiron aktiviert für eine Weile, dass er die Lilith aktiviert. Und dann bildet er eben auch Quadrate hier zu Saturn. Jupiter und Pluto, Saturn wird dann wieder zurückgelaufen sein in den Steinbock. Und es bildet dann über lange Wochen und Monate Spannungskonstellationen, sogar gemeinsam mit Lilith, weil er rückläufig wird. Das sind auch sehr ungewöhnliche Konstellationen. Mars-Lilith habe ich versucht. Ich habe versucht, eine Konstellation mit Mars-Lilith zu finden, wo der Mars rückläufig im Widder war oder überhaupt rückläufig. Und dadurch über mehrere Wochen mit Lilith habe ich nicht gefunden in den letzten 1000 Jahren. Okay. Also auch irgendwas Besonderes, was vorher so noch nicht da war. Ja? Naja, ich meine... Wie fällt das denn ein? Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Ich meine, wir haben jetzt den Fokus so stark auf Corona, aber wir haben jetzt ja leider auf dieser Welt ein paar Krisenherde. Das wird jetzt so ein bisschen, das vergessen wir jetzt gerade so. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir da nicht immer den Fokus drauf haben, aber sie sind ja da. Ja. Und irgendwie, also dass der Mars in Widder, das ist ja auch so ein Aktivisten-Mars, der will irgendwie ganz viel machen, der will sich durchsetzen und es könnte durchaus sein, dass da auch noch von den anderen Schauplätzen, also dass vielleicht Corona auch dann im ersten Halbjahr dann doch irgendwie verschwindet, aber dass halt die anderen Schauplätze, da müssen auch noch Lösungen gefunden werden und die könnten sich da wieder stärker in den Vordergrund rücken. Ja. Aber du würdest jetzt in Bezug auf die momentane Gesundheitskrise da nicht unbedingt einen Hinweis drin sehen, dass das dann nochmal aufflackert? Nee, also ehrlich gesagt jetzt auch so aus meiner Sicht als jemand, der sich viel mit Gesundheitsthemen beschäftigt, also ich kann mir jetzt also ich glaube jetzt nicht, dass Corona irgendwie noch bis zur allerletzten Jupiter-Pluto-Konjunktion, die am 12. November sein wird, immer weiter hier das Thema dominieren wird. Es könnte sein, dass das Ganze schon mit der ersten Jupiter-Pluto-Konjunktion, also irgendwann im Laufe vom April, langsam abflaut.
Aber wie gesagt, wir haben noch einige andere Krisenpunkte auf dieser Welt und die könnten dann mehr in den Fokus geraten. Freut mich natürlich auch nicht. Man denkt natürlich beim Mars in Widder auch an kriegerische Auseinandersetzungen und die Weltgemeinschaft wäre dringend aufgefordert, da jetzt auch mal auch da neue Wege zu beschreiten und Lösungen zu finden. So. Ja, also ich hoffe auch, dass wir vielleicht durch die Krise, in der wir jetzt stecken, auch nochmal neue Prioritäten setzen und erkennen, auf was es vielleicht dann doch auch noch mehr ankommt. Also im Moment ist es auch ganz witzig, ne? Das ist ja auch so, dass die Welt irgendwie auch so ganz ruhig geworden ist. Also die Leute sind jetzt eben mit dieser Krankheitsgeschichte so beschäftigt, dass sie jetzt einfach nicht zum Krieg treiben kommen. Das ist Auswirkungen, würde ich mal sagen. Ne? Das ist mal gut. Und ich meine, man weiß ja nicht, ob jetzt über vielleicht Hilfeleistungen, Solidarität und so weiter, ob sich da nicht vielleicht auch Dinge positiv tun. Ja. So. Dann würde ich das mal als Schlusswort jetzt so stehen lassen. Ja. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns jetzt möglichst ruhig verhalten, besonnen verhalten, dass wir uns helfen und Rücksicht nehmen, ne, so gut wie es eben geht. Und uns gut tun. Und uns gut tun, genau. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt was Gutes tun und nicht uns noch selber irgendwie stressen und fertig machen. So. Ja, genau. Ja, liebe Petra, das war's für unser jetziges Interview. Ich danke dir sehr. Ich fand das ganz, ganz super und super spannend. Wir haben auch viel gequatscht, als wir eigentlich wollten, aber das ist dann so, man spricht dann einfach, es fallen einem noch viele Fragen ein und es ist alles so spannend. Okay. Ja klar, nee, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne und ich bin mal gespannt, wie unsere Zuschauer das aufnehmen und wenn sie es gut aufnehmen, dann wäre ich auch, wenn deine Zeit zulässt, geneigt, den Leuten nochmal ein Update zu geben in ein paar Wochen. Gerne. Auch gerne nochmal aus deiner Sicht. Können wir machen. Zum Schluss möchte ich auch gerne nochmal deine Seite zeigen. Die schiebe ich jetzt hier einfach mal so ins Bild rein. Guck mal, das ist die Seite von Petra Dörfert. Findet ihr unter astrologie-beratung.berlin.com und Petra kann euch eben auch eine gute Beratung geben. Das habt ihr ja schon gemerkt, dass sie es drauf hat, wenn ihr über euer Gesundheitshoroskop mehr wissen wollt. Ich stehe euch natürlich auch zur Verfügung. Und wir geben uns alle Mühe, dass wir hier auch mit dazu beitragen können, ein bisschen zu deeskalieren und zu helfen und mit Hilfe der Astrologie da auch dann eine Zukunftsperspektive zu geben. Ja. Ja, Petra, alles Gute, alles Liebe, bis bald. Ja, und alles Gute. Bleib du auch gesund. Ja, und du auch natürlich. Ja. Also, okay. Meine Lieben, das war es für dieses Gespräch und bleibt ihr auch bitte gesund. Das war unser Astro-Gespräch zur Einschätzung der Lage. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr gern ein Update von Petra und mir hättet oder auch noch mehr solcher Videos mit verschiedenen Experten im Interviews, dann postet mir doch bitte unten einen Kommentar und gebt mir euer Feedback. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke für die Benachrichtigungen zu aktivieren. Dann erfahrt ihr immer, wenn ich ein Video hochlade oder einen Livestream starte. Wenn ihr meinen Livestream zum Horoskop des Coronavirus verpasst habt, dann könnt ihr euch den jetzt online anschauen. Und ich möchte euch auch nochmal mein Video Zeichen der Zeitenwende ans Herz legen. Alles Gute mit den Sternen!